Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal zum Thema Flexrohr und Wellrohr, Besonderheiten, Funktionen und wo man darauf achten sollte und Reparatur. So, wir haben hier ein paar schöne Beispiele und dann gehen wir gleich mal darüber. So, hier haben wir zum Beispiel mal so ein Flexrohr, ein sogenanntes. Letzten Endes dient es dazu, ich sag mal, den Turbolader oft in der Regel oder den Abgaskrümmer schwingungstechnisch zu entkoppeln von dem Rest der Abgasanlage. Dass da nicht Schwingungen, Bewegungen, die einfach unvermeidbar sind, auch Längenausdehnungen kompensiert werden können, ohne dass jetzt, sag mal, das Ganze irgendwelchen statischen Kräfte auf den Turbolader wirken dadurch. Ja, die gehen irgendwann mal kaputt, sind eigentlich relativ langlebig. Man kann die auswechseln. Gut, man sieht ja, das ist hier verschweißt. Es gibt aber auch Varianten, da ist hier ein Stückchen Rohr dran. Dann kann man das raustrennen und mit einer Schelle praktisch wieder befestigen und muss das nicht unbedingt schweißen. Das kommt natürlich immer darauf an, wo ist das verbaut, wo liegt das, wie viel Platz habe ich. Wichtig ist, da gibt es qualitativ erhebliche Unterschiede. Man sieht ja hier dieses Außengewebe und dann gibt es die einfachen Varianten. Da haben wir diese Form auch hier innen drin. Hier ist es nicht. Da kann ich nur von abraten. Hier sieht man innen noch so eine extra Metalleinlage. Die ist auch strömungstechnisch besser. Und diese sind auch deutlich haltbarer. Die sind zwar etwas teurer, aber man sollte hier bewusst darauf achten, dass wir innen diese Form haben. Es gibt verschiedene Anbieter, ich sag mal, Sandler Motorsport, ISA Racing, HJS und so weiter oder eben Turbozentrum, um nur einige zu nennen, wo man diverse Varianten hiervon, sei es nun längenmäßig, durchmessermäßig, beziehen kann. Dann gibt es noch eine andere Variante, zum Beispiel, die ist ein bisschen kürzer. Letzten Endes ist es das gleiche Prinzip, aber die beide sind zum Anschweißen. Auch hier sieht man wieder schön diesen Innenbereich extra verstärkt. Die halten auch wirklich gut und die können auch richtig Temperatur ab. Hier haben wir das jetzt mal aus dem LKW-Bereich, das sind 100 mm hier. Wichtig ist hier, die beiden Rohre, sag mal, wodurch das verbundene, dieses Rohr mit verbindet, die müssen schon aufgehangen, fest sein, weil große Kräfte, jetzt Aufhängungskräfte, nimmt dieses nicht auf. Ansonsten sind die relativ flexibel. Wichtig ist halt auch, hier gibt es innen drin, oft ist die Strömungsrichtung, muss man ein bisschen beachten, weil die so ineinander greifen. Das ist oft gekennzeichnet, wenn nicht, muss man ein bisschen gucken, wenn man die auseinanderzieht, wie die ineinander verhakt sind, dass man nicht jetzt gerade, wo die Kante steht, da die Strömungsrichtung ist, sondern eher umgekehrt, praktisch zur glatten Richtung hin. Das gibt es auch in verschiedenen Durchmessern, ist alles Edelstahl. Ansonsten sind die Dinger auch sehr haltbar, aber wie gesagt, kann man nicht groß was ranhängen, einfach nur zur Verbindung sind die gedacht. Und dann gibt es noch eine Variante, sogenannte Flexkompensatoren. Die eignen sich gut, ich sag mal, für Westgate-Leitungen oder so, wo jetzt nicht viel Bewegung ist und auch nichts weiter groß dranhängt. Wie gesagt, das innere Rohr, aber wie gesagt, die sind jetzt nicht groß auf Zug und so weiter belastbar. Aber zur Verbindung sind die ganz gut. Wie gesagt, mal gucken, wenn nicht, muss man das im Katalog mal zeigen, aber unter dem Begriff sind die auch relativ leicht findbar. Wie gesagt, generell gibt die zwei Varianten. Flexrohr einmal zum Anschweißen, einmal mit links und rechts so 50 mm Rohr dran. Wo ich sage, okay, wenn ich nicht unbedingt ein Schweißgerät habe, was natürlich auch eine gute Variante ist, ich trenne das raus, muss man natürlich beachten, dass ich auch genug wieder Überstand habe, dass ich das noch raufschieben oder reinschieben kann. Nehme eine Schelle und dann ist das Ganze wieder in Ordnung. Und wie gesagt, auf den Qualitätsunterschied achten, dass innen drin diese Metalleinlage ist, nicht, dass man das Stahlgewebe, was außen ist, auch innen drin hat, weil die sind nicht so lange halten und die können sich auch auflösen und dann auch zusetzen, wo ich dann, sag mal, einen höheren Abgasgegendruck habe, was ich definitiv nicht will. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Folge dem Meister, abonniert meinen Kanal. Bis nächsten Donnerstag, euer Gerd.